Ja. Na und, hast du's? Klar. Zeig doch mal her. Du weißt, ich tue sowas sonst nicht. Was hast du damit vor? Das kann ich dem Moment nicht sagen. Aber doch nichts. Nein, nein, du brauchst keine Angst zu haben. Bitte. Danke. Was willst du dabei haben? Ich nehme kein Geld. Sehen Sie, das zum Beispiel ist Fluchtwerkzeug. Darauf müssen wir hier besonders scharf sein. Jede Flucht bringt Unruhe ins Haus. Deshalb stellen wir auch so hohe Anforderungen an unsere Praktikanten. Der Umgang mit schwer erziehbaren ist ja nicht leicht. Ja, ja, das ist mir schon klar, Herr Direktor. Wie lange haben Sie Psychologie studiert? 6 Semester. Tja, sehen Sie, Herr Gürtler, ich persönlich halte nicht viel von solchem Firlefanz. Theorie. Alles Theorie. In der Praxis können Sie aus einem Raubvogel keine Nachtigall machen. Sind Sie verheiratet? Verlobt. Meine Braut studiert in England. Dann wird sie ja hier kaum besuchen. Verstehen Sie mich richtig? Unsere Zöglinge sind in solchen Dingen empfindlich. Wenn die ein paar Mädchenbeine sehen, drehen die gleich durch. Lucien? Mach weiter. Lucien ist einer von den wenigen, die sich wirklich bessern wollen. Und er weiß, wie der Laden hier läuft. Dann wünsche ich Ihnen viel Glück bei Ihrer Diplomarbeit. Die Praxis wird Ihnen gut tun. Das werden Sie bald selber merken. Herein. Herr Gürtler macht sein Praktikum in der Gruppe von Herrn Diethelm. Mein bester Mann. Hart, aber gerecht. Stimmt, Lucien? Jawohl, Herr Direktor. Der Kalenderspruch ist von Jeremias Gotthelf und lautet: Mit erfrorenen Fingern macht man keinen Knoten auf, mit erkältetem Gemüt wird Leichtes schwer vollbracht. Mahlzeit. Mahlzeit. Wieso denn macht so? Der ist doch im C. Schon wieder im C. Der ist doch abgehauen, weißt du? Krull? Ja. Lucien? Ja. Enrico? Schlumberger? Schlumberger! Ja? Wenn ich auf deinem Hemd noch einmal Farbflecke sehe, wirst du übers Wochenende in der Wäscherei arbeiten. Verstanden? Jawohl, Herr Diethelm. Dann ist er gut. Bruno? Bruno? Der ist doch in der C-Gruppe. Die können Sie auch gleich machen. Professor. Ich bin heute nicht so ganz auf dem Dampf. Wo ist denn die? Da gehen die. Die C-Gruppe. Das ist das Schlimmste hier. Wenn du in der C bist, hast du nichts mehr zu melden. Dann lassen sie dich krepieren.
Der ist es. Der? Ich komme aber nicht mit rein. Warum? Ich kann nicht. Wieso? Wegen Andreas. Wer ist denn Andreas? War ein Freund von mir. Er hat sich hier oben aufgehängt. Am Nikolaustag, vor einem Jahr. In der Zelle. Im Handtuch. Lass nur, ich geh schon allein. Bruno, deine Wäsche. Leck mich am Arsch. Später, Thomas. Wie siehst du denn aus? Was ist denn passiert? Thomas, sag doch. Was ist denn, Thomas? Die Firma hat mir seine Zigarre auf dem Rücken ausgedrückt. Weil ich abgehauen bin. Ich sorge dafür, dass du ins Krankenzimmer kommst, Thomas. Martin, ich halte sie nicht mehr aus, Martin. Ich rufe dir raus, Thomas. Deswegen bin ich ja hier. Rück jetzt mit dem Quatsch! In die Arbeit! Da sehen Sie, Gürtler. Der arme, kranke Manzoni, mit dem Sie so viel Mitleid hatten, der hat doch nur Unsinn im Kopf. In die Arbeit! Hey, Gürtler, die Polente! Aha, der Scholz. Da seht ihr es mal wieder. Alle kommen zurück. Und wie groß der gekotzt hat. Mich kriegen sie nicht wieder. Da habt ihr es. Immerhin war er fast 3 Monate auf der Kurve. Und jetzt? Was hat er jetzt davon? 4 Wochen C-Gruppe. Den Burschen knöpfe ich mir gleich mal vor. Zigarette, Herr Dieter? Oh, danke.
Die können Sie jetzt gleich dem Scholz auf dem Rücken ausdrücken. Ah! Ruhe! An die Arbeit. Das macht man mit mir nur einmal, Professor. Dem haben Sie es aber gegeben, Herr Göttler. Das hat noch keiner zu ihm gesagt. Das müsste reichen. Ich weiß nicht, was Sie sich dabei dachten, Herr Göttler. Aber da gingen Sie entschieden zu weit. Er hat mich lächerlich gemacht vor der ganzen Bande. Ich kenne Ihre Theorien, Herr Göttler. Vertrauen, Verständnis, Nachsicht. Nur damit kommen wir hier nicht weiter. Bei uns hilft nur Härte und Disziplin. Schließlich sind wir ein Kollektiv, wo keiner den anderen ausspielen darf. Lieb Kind spielen bei den Zöglingen. Das kennen wir schon. Sie sehen ja selber, Herr Göttler, Herr Dieterhen will nicht mehr mit Ihnen zusammenarbeiten. Unter diesen Umständen ist es wohl besser, wenn wir uns treffen. Wie Sie meinen, Herr Direktor. Pass auf, Thomas. Wir machen es folgendermaßen. Morgen Abend, nach dem Lichterlöschen, haust du ab. Nach Dürrenmoos und nimmst den Zug um 11.23 Uhr nach Basel. Dort hole ich dich ab. Und wir fahren gleich weiter nach Bonn. Zu Clemens Krauthagen. Das ist ein Politiker, den ich gut kenne. Ich habe bereits mit ihm telefoniert. Er erwartet uns. Der Mann hat jede Menge Beziehungen. Vielleicht schafft er es, dir eine Aufenthaltsgenehmigung für Deutschland zu besorgen, damit du in Sicherheit bist. In die Schweiz kannst du vorläufig nicht mehr zurück, weil man dich nach deiner Flucht polizeilich ausschreiben wird. Verlass dich auf mich. Es wird schon alles klappen. Bis morgen Nacht. Dein Martin.